Hast du auch manchmal oder vielleicht sogar jetzt gerade diese Gedanken, dass sich sowieso nichts mehr lohnt, auf YouTube hochzuladen, dass die ganze Mühe, die du in deine Videos steckst, sich nicht lohnt, weil sich keiner für deine Inhalte, für deine Videos oder für dich interessiert und keiner auf deine Videos klickst und du die gewünschte Aufmerksamkeit auf deine Videos und auf deinen Kanal einfach nicht bekommst? Ich fühle mit dir, ich stecke auch manchmal in solchen Situationen, weil manchmal, wenn ich ein Video mache und ich da Tage Zeit und Mühe reinstecke und das hochlade und denke so, wow, das müsste eigentlich durch die Decke gehen, weil ich mir so viel Mühe gegeben habe und weil ich mein eigenes Video selber so feier und dann erhält das irgendwie 50 Klicks und ich bin enttäuscht und denke, ach, das macht da alles überhaupt keinen Sinn. Jetzt habe ich tagelang Arbeit da reingesteckt und keiner will sich das angucken. Warum denn nicht? Ne? Aber das muss nicht sein. Man muss mit YouTube einfach geduldig sein und manchmal werden Videos angeklickt und gehen viral, die schon 5 Jahre alt sind oder sowas, weil dann sich der YouTube-Algorithmus entscheidet, dieses Video auszuwählen und genau dann den Leuten vorzuschlagen, weil genau dieses Thema dann im Trend ist oder warum auch immer. Also der YouTube-Algorithmus ist ja sowieso manchmal so ein Rätsel für sich. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Wir wollen über 5 Tipps reden, wie du dich selber als kleiner, großer, mittelgroßer YouTuber aus diesem Motivationsloch rausholen kannst und dich selbst motivieren kannst, mit YouTube weiterzumachen und an deinen Träumen festzuhalten. Falls du also auch ein bisschen einen Kick in den Hintern brauchst, um mit deiner Leidenschaft fortzufahren, dann ist dieses Video vielleicht genau das Richtige für dich. Bevor wir aber anfangen, erst einmal willkommen oder willkommen zurück auf diesem Kanal, auf dem ich dich dabei begleiten möchte, aus deiner Leidenschaft eine eigene Marke und dein eigenes Videobusiness auf YouTube aufzubauen. Wenn du also auch das, was du liebst zu tun, zu deinem Beruf machen möchtest, dann vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und wir packen das gemeinsam an. Der erste Tipp, um langfristig motiviert bei YouTube am Ball zu bleiben, ist, kreiere Content für dich selbst. Also Content, der dir Spaß macht. Ich erhalte nämlich ab und zu mal Anfragen, ob ich nicht mal ein Video drehen könnte zu den Top-Trend-Themen in 2021, die auf jeden Fall viele Klicks bekommen. Und da bin ich so ein bisschen am Struggeln. Ich frage mich, warum sollte ich das denn tun? Also klar, es gibt verschiedene Trends, zum Beispiel Corona, sagen wir jetzt mal. Alle googeln Corona bei YouTube und wollen Nachrichten dazu sehen und wollen sich dazu informieren, was es Neues gibt und wie viele Leute krank geworden sind, wie viele Leute geimpft wurden und irgendwelche Statistiken, weil das eben gerade interessiert. Das ist das Top-Nachrichtenthema, was aktuell jeder auf Google, auf YouTube und überall sucht. Das ist zum Beispiel so ein Trendthema in 2021, aber das heißt ja jetzt nicht, dass ich persönlich ein Video dazu drehen möchte oder muss, um viele Klicks zu erhalten. Das ist nämlich so ein bisschen das Ding. Wenn man jetzt wirklich nur auf der Suche ist nach dem nächsten Trend und dem nächsten Trend und dem nächsten Trend, um viele Klicks zu bekommen, dann kann das funktionieren, dass du viele Klicks bekommst. Aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass das dir dann Spaß macht in dem Sinne. Ich zum Beispiel, ich bin es so leid, über dieses Thema Corona zum Beispiel zu reden und ich hätte gar keine Lust darüber, ein Video zu drehen. Und das Problem dabei ist, du musst immer echt am Ball bleiben und immer gucken, was ist jetzt der nächste Trend. Du musst den voraussehen, weil wenn dieser Trend da ist und der auffällt, dann ist der eigentlich auch quasi schon fast wieder vorbei. Also gut, Corona jetzt das Beispiel ist ein etwas langwierigerer Prozess und ein etwas längerer Trend in dem Sinne. Aber andere Trends, wie zum Beispiel irgendwelche Challenges, die Ice Bucket Challenge oder sowas, die Chubby Bunny Challenge oder irgendeinen Hack oder sowas. Das ist dann immer für einen bestimmten Zeitraum hip und dann ist das auch schon wieder weg. Da sollte man vielleicht wirklich schauen, welcher Trend passt denn zu meinem Kanal und zu dem, was ich gerne mache. Ich filme zum Beispiel gerne Videos über Essen und über Sport und über das, was mich halt eben gerade im Alltag so interessiert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu Skating ein Video drehen würde, weil das viele Klicks erhält, dann würde ich mich damit gar nicht identifizieren und das würde mir gar keinen Spaß machen und ich wüsste gar nicht, wie ich das machen sollte. Nur weil es jetzt gerade verspricht, viele Klicks zu generieren, muss es ja nicht heißen, dass ich auf diesen Trend aufspringen muss, weil mir würde ein Skating-Video dir zum Beispiel keinen Spaß machen. Mir würde eher ein Video Spaß machen, wie ich ein Bananenbrot backe zum Beispiel. Ne? Und wenn dir das Video drehen keinen Spaß macht in dem Sinne oder wenn dir das Thema keinen Spaß macht oder wenn du dich damit nicht identifizieren kannst oder wenn du erstmal 100 Jahre recherchieren musst, weil du dich überhaupt nicht auskennst in diesem Themenbereich, dann verlierst du sehr schnell die Motivation, weil das einfach einen riesen Aufwand bedeutet, den du wahrscheinlich nicht unbedingt langfristig halten kannst. Deswegen konzentriere dich lieber darauf, was kannst du gut, was möchtest du zeigen, woran hast
hast du Spaß? Probiere erstmal vielleicht so ein bisschen rum, wenn du neu bist auf YouTube. Welche Art von Videos macht dir am meisten Spaß? Eher Vlog-Style oder eher die Videos, wo du dich hinsetzt und in die Kamera redest, so wie ich das jetzt gerade mache. Ich habe dafür noch einen anderen Kanal, dass ich mich da so ein bisschen mehr ausleben kann und auch mal Vlogs drehen kann und sowas. Ich habe echt eine Zeit lang gebraucht, auch um zu gucken, welche Art von Videos macht mir am meisten Spaß. Und das sind einmal diese und das sind einmal Vlog-Videos und das sind Sportvideos und Backvideos. Aber ich kann mich zum Beispiel nicht richtig auf eine Art von Videos beschränken. Wenn ich jetzt wirklich nur eine konkrete Art von Videos die ganze Zeit drehen würde, dann würde mir das wahrscheinlich auf Dauer langweilig werden. Wichtig ist, dass du für dich denkst und überlegst, was macht dir Spaß, was möchtest du filmen und wie kannst du langfristig am Ball bleiben. Weil wenn du jetzt wirklich nur auf Trends guckst und guckst, was machen andere und ich möchte das genauso machen wie die, auf den Trip bin ich auch schon mal aufgesprungen, dass ich dachte, okay, jetzt machen alle Workouts zu Hause, weil die Fitnessstudios haben zu, wegen Quarantänezeit. Dann habe ich angefangen, Workout-Videos zu drehen und ich wollte meinen Kanal tatsächlich als Workout-Kanal ummodeln. Aber dann dachte ich mir so, irgendwie fehlen mir dann die ganzen anderen Möglichkeiten, die ich dann so habe. Ich wollte mich irgendwie nicht so einschränken und ich hätte auch an anderen Sachen Spaß gehabt und deswegen dachte ich mir, okay, es war vielleicht irgendwie doch nicht so eine gute Idee, weil das hätte ich auf Dauer nicht durchgehalten, weil wenn man zum Beispiel mal krank ist oder sich einen Arm bricht oder sonst irgendwas ist, dann kann man das auch nicht durchhalten, nur diese eine Art von Videos zu drehen. Deswegen kann ich dir raten, fokussiere dich von Anfang an nicht zu sehr auf irgendwelche Zahlen und auf irgendwelche Trends, sondern fokussiere dich einfach da rauf, was dir Spaß macht, was du gut kannst, was du gerne machst und was du gerne zeigen möchtest. Und wenn du Spaß bei der Sache hast, dann werden das früher oder später deine Zuschauer auch merken und sehen und dir gerne dabei zuschauen. Und wenn du irgendwann anfängst, irgendwelchen Trends hinterher zu jagen, dann ist das erstens super anstrengend. Du musst immer up to date bleiben. Du musst immer dem nächsten Trend hinterherjagen und irgendwie vorausschauen, welcher Trend könnte denn als nächstes hip sein und immer der erste sein, der dazu ein Video drehst. Irgendwie ist das ja so Stress, den man sich damit dann auch selber macht. Und wenn es einen Trend gibt, der zu deinem Themenbereich passt und wo du so denkst, ja, das macht mir Spaß, dann mache ich mit, da habe ich Bock drauf, dann bingo, dann ist das natürlich richtig, richtig gut und du kannst dann die Chance nutzen auf viele Klicks, aber das ist ja auch mehr oder weniger nur eine kurzfristige Befriedigung in dem Sinne. Wenn das Video viral geht, dann kann dir das vielleicht mal für 2 Wochen viele Klicks bescheren, aber das flacht dann wahrscheinlich auch wieder ab, weil es ist ein Trend, es schießt genauso schnell hoch wie runter und das ist dann auch so schnell, wie es oben war, auch wieder vorbei. Tipp Nummer 2, um bei YouTube langfristig und motiviert am Ball zu bleiben, ist, erinnere dich an dein ursprüngliches Ziel und lasse dich nicht von den Zahlen blenden. Drück doch dieses Video kurz mal auf Pause und beantworte für dich selber die Frage oder schreib es mal in die Kommentare, warum hast du deinen YouTube-Kanal? Was war denn da so deine ursprüngliche Motivation, dein ursprüngliches Ziel, was du erreichen wolltest, deine Intention, warum du diesen YouTube-Kanal überhaupt erstmal erstellt hast? Oft lassen wir uns nämlich von kurzfristigen Misserfolgen irgendwie demotivieren und von den Zahlen blenden. So, ich habe nur 5 Abonnenten und ich habe doch schon 3 Videos hochgeladen. Warum geht das denn nicht bergauf? Und warum habe ich nicht jetzt schon 5000 Abonnenten, so wie viele andere auch? Das ist manchmal demotivierend, weil man sich von Anfang an zu viel verspricht. Und dann verlieren wir manchmal unser ursprüngliches Ziel aus den Augen und vergessen das dann in dem Moment. Aber wenn man sich immer wieder daran erinnert, warum mache ich das überhaupt? Ja, weil ich irgendwann meine Leidenschaft mal zum Beruf machen möchte oder weil ich einfach den Leuten da draußen zeigen möchte, was ich am Tag so erlebe oder den Leuten zeigen, was ich geschafft habe und wie andere Leute auch von meinem Wissen profitieren können und einfach das nach draußen tragen und wenn auch nur einer davon profitieren kann oder Spaß daran hat oder etwas dazulernt oder sowas, dann ist mein Ziel in dem Moment auch erreicht. Man muss sich nur immer wieder daran erinnern, was wollte ich eigentlich erreichen? Nicht die kurzfristigen Ziele, sondern die langfristigen Ziele muss man sich vor Augen führen. Und am besten schreibst du dir das auch auf und hängst dir das irgendwo hin oder du machst ein Moodboard oder du schreibst es in dein Notizheft oder sowas, dass du das immer wieder liest. Ach, das ist mein Ziel, das ist mein Ziel, dafür mache ich das. Ich hatte mal einen Freund, der hatte über seinem Schreibtisch ein Poster von Bora Bora, dieser Insel, hängen. Und da wollte der unbedingt hin. Und das hatte der während seinem Studium über seinem Schreibtisch hängen und dachte so, dafür studiere ich. Wenn ich dann endlich das Studium fertig habe und dann arbeiten kann und genug Geld dafür verdiene, dann kann ich dahin fahren. Und das hatte der immer vor Augen. Immer wenn er am Schreibtisch saß und gelernt hat, dann dachte er, ja, dafür mache ich das. Und dann hat er das echt durchgezogen und durchgebissen und ist dann auch nach seinem Studium dahin gefahren. Und das war so das Ziel, was er hatte und hat sich dann seinen Traum auch erfüllt und das hat ihn motiviert, weiterhin zu studieren. Da muss man sich einfach nur ein gewisses Ziel setzen, was genug Motivation schenkt, um weiterzumachen, selbst wenn es manchmal nicht so einfach ist. Studieren kann hart sein, laufen kann hart sein und YouTube-Videos drehen und keine Klicks bekommen kann auch manchmal hart sein. Aber da sollte man sich von den Zahlen nicht zu sehr
blenden lassen und einfach weiter im Flow bleiben, weil wenn man, wie in Punkt 1 schon vorgeschlagen, die Inhalte dreht, die einem auch Spaß machen, dann hat man ja auch währenddessen Spaß. Das kann ich schon wieder sagen. Fall in love with the process. Das ist einfach das Wichtigste. Der Weg ist das Ziel und irgendwann wird man, wenn einem der Weg Spaß macht und selbst wenn er manchmal steinig ist, wird man sein Ziel auch erreichen. Tipp Nummer 3, wie du langfristig motiviert bei YouTube am Ball bleiben kannst, ist: habe keine Erwartungen an wie viele Klicks dein neues Video erhält oder wie viele Menschen darunter kommentieren oder wie toll dein neues Video performt, weil du dir ja so viel Mühe gegeben hast. Dieses Video wird endlich viral gehen und mich zu 100.000 Abonnenten katapultieren. Das sind so Gedanken, die sind zwar schön und das sind schöne Vorstellungen und das könnten auch langfristige Ziele sein, aber wenn man zu hohe Erwartungen hat, was nicht das gleiche ist wie ein Ziel, was man irgendwann mal erreichen möchte, dann ist die Enttäuschung umso größer und man verliert einfach die Motivation, weil man denkt so, ich wollte doch, dass dieses Video viral geht. Wieso geht das nicht viral und wieso beschert das mir nicht die Abonnenten, die ich endlich erreichen wollte? Sondern man muss einfach mit dem Flow gehen und ein bisschen Geduld haben und einfach am Ball bleiben und früher oder später. Bei manchen geht das schneller, bei manchen dauert es einfach eine Weile. Kommt man dann auch eben dahin, wo man hin wollte und kann dann sich immer wieder neue Ziele stecken und daran dann arbeiten, die zu erreichen. Aber wenn man jetzt zu hohe Erwartungen, kurzfristige Erwartungen hat, dass man jetzt eine bestimmte Anzahl an Aufrufen in einem Tag erzielen möchte oder sowas, das klappt nicht immer. Manchmal kommt das eine Video besser als das andere an und manchmal hätte man das auch gar nicht gedacht. Dann denkt man sich, wieso kommt das Video denn jetzt gut an, da habe ich mir doch gar nicht so viel Mühe gegeben oder sowas. Deswegen tu einfach das, was du gerne machst und ja, lass dich überraschen und geh einfach mal mit dem Flow, mit dem YouTube-Flow und schau, was kommt. Es ist ja auch oft so, dass wenn man aufhört, nach etwas zu suchen, dass man es dann irgendwann findet, dass es einem dann quasi in den Schoß gefallen kommt. Hör lieber auf, so krampfhaft an etwas festzuhalten und bleib einfach ganz entspannt und locker und lasse Platz für die positiven Überraschungen in deinem Leben. Tipp Nummer 4, um langfristig motiviert bei YouTube am Ball zu bleiben, ist: vergleiche dich nicht mit anderen. Eine Blume zum Beispiel, die vergleicht sich ja auch nicht mit der Blume neben ihr, die blüht einfach. Und daran könnten wir uns mal ein Beispiel nehmen und das Gleiche tun. Wir sollten uns weniger auf andere Leute konzentrieren und man kann sich ja sowieso nicht mit dem Fortschritt von anderen vergleichen, wenn wir gerade erst mal am Start sind, ne? Bei manchen Leuten geht das schneller, bei manchen weniger schnell und das ist ja auch nicht schlimm. Manche Leute haben einen anderen Charakter, die haben ein anderes Thema auf ihrem Kanal, was sie behandeln, die haben vielleicht irgendwie Glück mit ihren Keywords oder sowas ähnliches. Deswegen sage ich auch immer, dass man alles tun kann, was man eben so tun kann. Die Videos für die Suchmaschine optimieren, coole, eye-catchige Thumbnails haben, gute, aussagekräftige Titel haben, genug Informationen in die Videobeschreibung packen und. Das kann man alles tun, aber man kann trotzdem nicht beeinflussen, wie viele Leute das Video im Endeffekt sehen. Wenn man sich jetzt zu sehr vergleicht mit, oh, wieso hat die denn jetzt so viele Abonnenten oder wieso hat der denn jetzt so viele Klicks auf das Video bekommen? Ich habe doch das gleiche Video gedreht. Das habe ich damals auch gemacht, ne? Dann habe ich ein Video gesehen und geguckt, wow, das hat schon 2 Millionen Klicks, dann mache ich das auch. Dann habe ich auch irgendwelche Outfit-Videos gemacht und meins hatte irgendwie nur 100 Klicks oder so. Und dann dachte ich so, oh Mann, ey, wieso hat das denn bei dem so viele Klicks und bei mir nicht? Was habe ich denn falsch gemacht? Aber das, was ich in dem Moment vielleicht falsch gemacht habe, ist, dass ich mich zu sehr von anderen Leuten blenden lassen habe und meine eigene Identität vielleicht so ein bisschen dann versteckt habe und gar nicht so das gemacht habe, was ich eigentlich sonst von mir aus gemacht habe. Ich finde, Inspiration ist immer gut, aber wenn man sich zu sehr beeinflussen lässt oder zu sehr von anderen blenden lässt und zu sehr vergleicht, dann verliert man so ein bisschen seine eigene Identität, seinen eigenen Flow und seinen eigenen Spaß an der Sache, weil man immer versucht, dem nachzumachen und das zu erreichen, was der andere hat. Aber denk doch mal an deine eigenen Ziele und an das, was du bisher alles schon erreicht hast. Sei es auch nur, dass du eine Person inspiriert hast oder einer Person ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hast oder eine Person mit deinem Video mehr Wissen vermittelt hast oder irgendwas. Was hast du mit deinem YouTube-Kanal schon erreicht? Ich zum Beispiel in meinem Falle habe jetzt schon 700 Leute motiviert, diesen Kanal hier zu abonnieren und einen YouTube-Kanal zu eröffnen. Und es werden auch stetig immer mehr und ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Deswegen danke an dieser Stelle. Und manchmal stelle ich mir auch vor, was würde denn sein jetzt in 1 oder 2 oder 3 Jahren? Ich habe schon so oft bereut, dass ich Kanäle, die ich bisher schon gehabt habe, irgendwann dann mal ins Leere laufen lassen habe. Und ich bin irgendwie oft auch an einem Punkt gewesen, wo ich auch demotiviert war und wo ich dann hinterher aber auch echt bereut habe, boah, wieso habe ich es nicht weitergemacht? Ne? Was wäre denn, wenn ich weitergemacht hätte, wo wäre ich denn dann heute? Und dieser Gedanke ist echt so furchtbar und ich habe mich dann darauf besinnt, was habe ich denn mit diesem Kanal schon geschafft? Hey, ich habe auf Instagram eine Nachricht bekommen, wie jemand meinen Kuchen nachgebacken hat oder so und das war einfach irgendwie so schön zu sehen und
wenn man sich daran nochmal erinnert, dann motiviert das auch immer weiter, dass man denkt, ja, welche Freude könnte ich denn anderen Leuten noch mit meinen Videos bereiten, ne? Und es macht auch einfach dann Spaß, wenn man sich an sowas nochmal erinnert und das motiviert ja dann auch weiterzumachen, wenn man denkt so, wow, wenn ich jetzt weitermache, was kommt denn dann noch, ne? So vielleicht auch diese Neugierde entwickeln, was könnte denn noch kommen, ist vielleicht auch eine ganz gute Sache, an die man sich mal erinnern könnte, ne? Und jetzt der finale Tipp Nummer 5, um langfristig bei YouTube motiviert am Ball zu bleiben, ist: Bleibe offen und flexibel. Du bist ja kein Baum, der im Boden verwurzelt ist und nicht von der Stelle kommt und nur nach oben wachsen kann und immer weiter die gleiche Strecke sozusagen fahren kann, sondern du bist frei, du kannst alles machen, was du möchtest, und selbst wenn du jetzt ein Jahr lang Food-Videos gedreht hast und du hast plötzlich Bock auf Skate-Trick-Videos, dann wieso denn nicht? Go for it. Wenn dir das dann plötzlich Spaß macht und du darüber Videos drehen möchtest, dann kannst du das doch tun. Du musst dich ja jetzt nicht in so einen Käfig sperren und nur diese eine Schiene fahren, weil du die schon angefangen hast zu fahren. Du musst auch keine 10 YouTube-Kanäle eröffnen und auf jedem Kanal irgendein anderes Thema behandeln. Das kannst du theoretisch alles auf einem Kanal machen. Das ist eine kreative Plattform und du kannst dich da kreativ 100%ig ausleben und alles machen, was du möchtest, und du musst dich nicht einsperren lassen. Das macht dir dann auch irgendwie Spaß, so zu erleben oder ja, zu gucken, was wird denn so kommen, ne? Man macht das einfach erstmal so lange und dann bewegt man sich in irgendeine bestimmte Richtung, und wenn die dann nicht das Richtige ist, dann geht man halt wieder in die andere Richtung, ne? Das ist ja in jedem Lebensbereich so, und so ist das auch bei einem YouTube-Kanal. Also schränk dich da nicht zu sehr ein und nimm dir nicht selber die Motivation und den Spaß an der Sache, sondern mach einfach das, was dir Spaß macht, wie ich schon des Öfteren jetzt heute gesagt habe. Und dann wird das auch früher oder später. Dann sehen die Leute, also deine Zuschauer auch, dass dir das Spaß macht. Und dann haben die genauso viel Spaß beim Zuschauen wie du beim Produzieren der Videos. Ja, das war's jetzt auch heute mit diesem Video. Ich glaube, es ist lang genug geworden. Ich hoffe, es konnte dir ein bisschen Motivation schenken, mit deinem YouTube-Kanal weiterzumachen, weil... Was wäre denn, wenn du weitermachen würdest? Stell dir doch mal diese Frage und schau doch mal dann in einem Jahr, was draus geworden ist. Und vielleicht, ja, wer weiß, wo du dann bist mit deinem YouTube-Kanal. Wir wissen es ja nicht, ne? Kommentier mir sehr, sehr gerne mal, was deine ursprüngliche Motivation, dein ursprüngliches Ziel war oder ist, deinen YouTube-Kanal zu eröffnen. Und falls du mein letztes Video übrigens noch nicht gesehen hast, dann schau da sehr gerne einmal vorbei oder freue dich auf mein nächstes Video am nächsten Montag um 10. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.